Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin in 7 große Schritte, also 7 Grand Steps. Und das ist ein ganz schräges Spiel. Ich kann das gerade alles beschreiben. Ich habe es nicht vorhin mal kurz gestartet, einfach nur um mal kurz reinzugucken, was das überhaupt sein soll. Ich habe mir das jetzt gekauft im Rahmen von so einem Humble Bundle-Angebot. Da war das mit anderen Spielen drin. Da habe ich mir gedacht, so, ja, komm, fort, kaufen wir. Ein paar Games zusammen für eine Handvoll Groschen kann man eigentlich nie was falsch machen. Jetzt bin ich mal ganz gespannt. Also, wie gesagt, ich habe vorhin mal ganz kurz reingeguckt und ich kann mir das immer noch nicht so ganz erklären, was ich hier eigentlich vor mir habe. Also, guckt es euch einfach mit an. Wobei, ja, die sehen das sogar selbst so. Okay, alles klar. Erstmal machen wir das da hier. Ah, das sieht schon aus. Okay, alles klar. War doch ganz gedudelt, oder nicht? Egal. Main Info. Ja, also auf jeden Fall spielt das Ganze, wie man hier an der Dekoration sieht, das ist definitiv irgendwie hier frühes Assyrien, Babylon, Ur, Sumer, also hier die Zweistromland, ja. Wiege der modernen, also Wiege der Zivilisation, der modernen Zivilisation nicht unbedingt, aber eine der Wiegen der menschlichen Zivilisation. Die großen Ströme haben die großen Zivilisationen hervorgebracht. Der Nil, Euphrat und Tigris, der Ganges und Indus und eben natürlich der Yangtze und was es halt noch so alles an Flüsschen gibt im Osten. Ja. So, gucken wir mal. Also ihr könnt euch schon mal vorstellen, das ist schon wirklich seltsam. So, also der Papa, ja, der träumt davon, den Krokodilen zu entkommen. Weil die Krokodile sind hier ein Symbol für Armut. Ja. Was ich jetzt interessant finde, ist, gerade eben haben wir so als Hintergrundbild so Euphrat-Tigris-Deko gesehen. Das ist jetzt aber eigentlich so was typisches Ägyptisches, so von der Darstellung so. Gut, hier der Knebelbart von dem Heini nicht. Ja, das ist Assyrien. Aber hier so Krokodile und der Name ist eigentlich eher altig. Ist ja egal. So. Na, jetzt steht er da drauf und jetzt geht's die Stern, die Krokodile. Ja. Also seine Spielfigur, Pawn ist eine Spielfigur. Ihr seht hier diese Symbole, die finden wir hier unten auf der Leiste. Wir probieren es erstmal mit der. Das war jetzt eher von wenig Erfolg gekrönt. Das war mit noch weniger Erfolg. Das war jetzt, also das ist echt sensationell. Okay. Das kam die Mami dazu. Die Mutter weckt Kate von seinem Traum, in dem er halt der Armut entkommen will. Komm, wir machen das gemeinsam. Ist das nicht schön? So, jetzt haben wir noch ein weiteres Symbol da bekommen. Das hämmern wir bei der. Also, das drücke ich jetzt. Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ohne dass es jetzt irgendwie sexistisch klingt. So, egal. Auf jeden Fall hat die ihren eigenen, ja, Einwurf und dann wirft man da Münzen rein. Ich glaube, das ist so gut wie dargestellt, wie es geht. Hier diese Ausgabeschlitzen, das Geräusch davon finde ich aber ganz lustig. Erinnert mich gerade an 2 großartige Filme, die ich demnächst irgendwann mal wieder gucken muss. Wie heißt man das eine mit den beiden Bube, wo das Brettspiel spiele und dann im Weltall enden und, das andere ist Jumanji, ja, da komme ich sofort drauf. Großartiger Film. Und, wie heißt das nochmal mit den 2 Jungs? Ja, komme ich noch drauf. Auf jeden Fall erinnert mich das irgendwie, da auch immer irgendwie so Karten ausgegeben werden und dann, ja. So. Achso, ich soll zuerst das da wieder. Ach, das kann ich bei beiden jetzt? Okay, dafür kriege ich Tokens. Sind sie alt? Nein, sie haben ein Kind gekriegt. Aha. Ja. Okay.
Ket der Tapfere liebt seine Frau. Ah, da steht Verbrauerei. Ich glaube, die Frau wird gleich gefressen. Was ist jetzt dazu kommen? Nachbarn. Ja, ich weiß auch nicht, was das bedeutet soll. Hat offensichtlich nicht geklappt. Jetzt sind sie aber frustriert, ha? Huh? Haben sie sich wieder verändert. Das hat sich ja voll gelohnt. Okay. Okay. Sie haben die Arche erfunden, entdeckt. Aha. Glaub mir, ich bin genauso ratlos wie ihr. Ja. Ich stecke hier einfach nur Münzen in Schlitze.
Sammy found element. Okay, hat aufmerksam zugehört. Thereafter people would call him Simse. Vater war der Tapfere, soll er aber der Maverick werden, ja. So, jetzt muss er auch wieder der Armut entkommen. Ah, er hat drei Frauen zur Auswahl. Alles klar. Okay, Pudel ist. Sie bringt Reichtum mit. Ja, ist in Ordnung. Spend months after running the feedback and reads to me. I thought she represents it as a referendum. Alles klar. Ja, scheinbar hat es nicht geklappt mit Kinder. Ah, doch, hat geklappt. Der Magneto ist jetzt. Ja, alles klar. Wie gesagt, ich bin immer noch völlig ratlos. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich treibe. Aber wie alle Menschen finde ich es irgendwie cool, Münzen in den Automat zu stecken und es kommen mehr Münzen raus, wenn man das macht. Was auch immer. Immerhin, wir haben jetzt noch ein Mädchen da oben. Eigentlich wäre es fast schon, die Jamila, eigentlich wäre es fast lustig, die Frau auf eine Krokodilfresse zu lassen, einfach nur mal zu gucken, was passiert, wenn sie gefressen wird. Als ich das richtig verstanden habe, wandert das halt weiter und man muss halt eine Münze einwerfen und dann wandert man auf dem nächsten Feld, das zu der Münze gehört. Das ist nicht zufällig, sondern man kommt immer zur nächsten. Wenn ich jetzt eine Arc-Münze einwerfe, eine Arche-Münze, komme ich als nächstes zu dem Torbogen halt. Und zwar dem nächstgelegenen. Und manchmal liegen da halt so komische Dinger drauf und die sammeln sich da drin, was das auch immer bringen mag. Und die Kinder werden halt irgendwie ausgebildet und weiß keine Ahnung, was das bringen soll. So. Ah, meine Theorie wurde bestätigt.
Ja. Für sie wäre natürlich jetzt ein Ark cool, da hätte sie das halbe Ding da einsammeln können. Aber egal, die gehen halt da, wo der Nachbar ist. Okay. Na, ich spendiere mir ein bisschen Ausbildung. So, weil das Feld besetzt war, ist er auf das automatisch hat das mitgenommen. Aha, ich wollte es eigentlich nur zu ihrem Mann bringen, aber sei es drum. Was ist denn jetzt mit der Eule? Ein kurzes Märchen. A Tale in the Life of Sammy. Personality determines reaction. Klick so. Okay. Was auch immer. So, Kinderausbildung. Also ich frage mich, ob das ganze Spiel so weitergeht, ob da irgendwann noch mal was anderes passiert. Oder was auch der Lerneffekt halt sein soll. Ich muss ja irgendwas jetzt. Oder nicht? Keine Ahnung. Ich bin ja noch in der Kupferzeitalter. Ja, irgendwas wird irgendwann passieren, bin ich mir ganz sicher. Ja, mal gucken, wenn wir das nächste Teil hier voll kriegen. Ach so. Stimmt. Frau kann mal Tokens herstellen. Oh, das hat sie aber ganz schön zurückgeworfen. Das war jetzt nicht so ideal. Wird gleich gefressen. Also ich maße mir nicht an, verstanden zu haben, was ich hier treibe, aber... So, erstmal holen wir die Frau da unten aus dem Keller raus, damit sie nicht gefressen wird. Der scheint nicht geklappt zu haben. Schön, jetzt holen. Was? Infarkt natürlich. Ja, Kinder, warte mal. Papa holt noch das Ding da ab. A Tale in the Life of Sammy, Person, okay.
Lepra war beliebter als sein. Sehr schön. Sehr cool. Aber irgendwas ist passiert. Choose the next legend. Your family will pursue a legend of invention. The lack of heroic deeds. Legend of social reward. Nehmen wir mal Erfindung. So, also wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wir können es ja immer noch verarmen. Wir sind jetzt nicht mehr auf dem Bauernlevel. Wir sind jetzt auf dem Handwerkerlevel, wenn ich das richtig erkennen kann. Dementsprechend füttern wir jetzt nochmal die Kinder ab mit irgendwas Coolen. Und dann wird es Zeit. Der Optimist. Ah, die Schwester ist dafür jetzt futsch. So, er fängt jetzt wieder neu an. Ole, ole. Ja, die Frau sind da ohne, mein Freund. Also müssen wir runter. Jawohl, das hat geklappt. So, ist ja wurscht, Hauptsache irgendeine. Ja. Ja. Super. Alles klar. Guck, ob es gleich klappt. Nee, hat nicht geklappt, oder? Doch, hat geklappt. Warum hat die dann so Gesicht gemacht? Ja, egal. Jetzt haben wir die Panja. Okay. Da, lese und schreibe lerne. Wichtig. Und warte mal, was bringt die am meisten? Sailing. Alle da. Das war jetzt irgendwie nicht so der Burner. Ja, das zweite habe ich jetzt auch schon verstanden, dass ich mir zu den Dingern da muss. Ich habe jetzt überhaupt keinen Token für Brauerei. So, du lernst wieder Lese, Schreibe. Jetzt habe ich aber kein Segelding für ihn. Ach so, das wäre eher das nächste. Ja, dann ist ja egal. Ach, die geht dann da runter. Das ist ja witzig. Das ist ein Feind. Cool, wir haben jetzt einen Feind. Das ist ja interessant. Ach, das ist die Familiengeschichte, die Vorfahren. Die sind schon ziemlich vergammelt, da ist nicht mehr viel übrig. Ah nee, das ist die alte Bestattungspose hier, wo die Leichen hier in so eine kniende Haltung gebracht wurde, auf die Seite gelegt. Und das ist das ist dieses eine Grab, das diese Archäologen mal ausgebuddelt hatten, von diesem Paar, das zusammen beerdigt wurde. Man weiß es halt genau, ob sie nach ihrem Tod so hingelegt wurden, dass sie Händchen, Händchen sind, oder sie wurden hingerichtet und dann Händchen, Händchen. Oder der eine ist gestorben, der andere wurde dann getötet, oder sie oder er. Das gab es in verschiedenen Kulturen, dass wenn der Mann stirbt, die Frau mitbeerdigt wird, beziehungsweise umgekehrt, weiß ich nicht genau. Also auch wenn die nicht tot sind, sind sie einfach. Und, ja, man weiß es nicht, gell? Da lernen wir was. Also ich kann nicht an ihm vorbeiziehen, außer ich gehe quasi hier unten rum. Ist ja interessant. Warte mal, du machst mal. Nee, warte mal, du gehst da hin. Ah, ist doch an ihm vorbeigezogen. Ach, geht's doch? Hat er wieder irgendwie Geschichte. Okay, das war jetzt auch nicht so ideal. Da ist der Feind. Ah ne, das ist immer noch da ohne. Also Leute,
Also ich glaube, dass ich so langsam raus habe, wie es funktioniert. Ja? Also man hat eben diese Familien, die nach und nach kommen, diese Generationen, man läuft diese Zivilisation und sammelt halt diese Punkte da drauf und muss halt immer diese Schlitze, also diese Münzen so strategisch in die Schlitzen werfen, dass man eben aufsteigt, möglichst weit von den Krokodilen wegkommt, hier diesen Auftrag erfüllt, damit man weiter aufsteigen kann. Okay. Ich würde sagen, das langt, ja. Ich habe jetzt fast eine halbe Stunde, glaube ich, aufgenommen. Ich denke, ihr habt gesehen, was Seven Grand Steps für ein Spiel ist. Und dementsprechend willkommen im Fractal Games Archiv. Und ja, ich verabschiede mich. Ich gehe jetzt ins nächste Spiel weiter. Macht's gut. Tschö.